Wie viel Saft haben wir für die Party? Okay, das ist also eine Frage hier und darunter stehen fünf Aussagen, die hoffentlich hilfreich sind, um diese Frage hier oben zu beantworten. Ich kann dir nur empfehlen, mach am besten kurz einmal Pause und überleg mal selbst, welche von diesen fünf Aussagen du für hilfreich findest und danach kannst du ja auch gleich versuchen, die Frage zu beantworten. Wenn du wieder anmachst, kannst du dir angucken, wie ich die Aufgabe löse. Okay, ich nehme jetzt einfach mal an, dass du dich versucht hast und jetzt gucke ich doch mal, was ich hier für sinnvoll halte. Also ich will wissen, wie viel Saft wir für die Party haben. Und die erste Aussage hier ist, es kommen 20 Gäste zur Party. Okay, das hilft mir irgendwie nicht so wirklich weiter, um zu sagen, wie viel Saft ich habe. Wir haben 5 Flaschen Saft für die Party gekauft. Okay, das erscheint mir durchaus hilfreich. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viel Saft in jeder Flasche ist, könnte ich das sagen, wie viel Saft ich insgesamt hatte. Also, gucke ich mal weiter. Die Party wird 3 Stunden dauern. Okay, nee, das hilft mir auch nicht, um rauszukriegen, wie viel Saft ich habe. Jede Flasche hat 2 Liter Saft. Ach ja, genau, das ist genau das, was ich noch gesucht hatte. Also, ich nehme mal noch eine schöne, was nehmen wir denn für eine Farbe? Nur noch so ein hellblau. Die Aussage hier ist definitiv auch noch hilfreich. Jede Flasche hat 2 Liter Saft. Das heißt, in der Flasche hier sind 2 Liter. Jetzt haben wir hier gesagt, es gibt 5 Flaschen. Also ist hier noch eine Flasche. Die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. Und in jeder dieser Flaschen sind ja 2 Liter drin. 2 Liter, 2 Liter und 2 Liter. Das heißt, ich weiß ja jetzt im Endeffekt, dass wie viel Saft ich insgesamt habe, weil hier oben steht, dass ich 5 Flaschen habe. Das sind ja die hier stehen. Also habe ich 5 mal jeweils 2 Liter. Ah, ist die falsche Farbe. Lass mal wieder die andere Farbe nehmen, die ich eben hatte. 5 mal 2 Liter. Okay, also 5 mal 2, das heißt einfach nur 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Also 5 mal die 2 und dann einfach addieren. Also 5 mal 2, das sind 2, 4, 6, 8, 10 Liter. 10 Liter. Also weiß ich jetzt, dass wir für die Party 10 Liter Saft haben. Und das, obwohl wir noch gar nicht auf die letzte Aussage hier geguckt haben, aber die ist bestimmt nicht hilfreich. Was sagt die? 5 Flaschen Saft wurden auf dem Picknick letzte Woche getrunken. Okay, ja, das ist ja nicht wichtig, weil wir wollten ja rauskriegen, wie viel Saft wir für diese Party haben.